Viele stehen noch mitten im priesterlichen Dienst, andere sind schon seit geraumer Zeit im Ruhestand. Was alle Geistlichen hier beim feierlichen Gottesdienst in der Klosterkirche St. Ottilien eint, ist ihr rundes Jubiläum. Ein Tag der Freude und ein Tag des Segens, auf so viele fruchtbare Jahre als Priester zurückblicken zu können, sagte Bischof Konrad Staser, der die Heilige Messe gemeinsam mit dem Jubilaren feierte. In seiner Predigt sprach der Bischof von der Liebe zu Gott und davon, wie wichtig diese Liebe nicht nur für die Priester, sondern für alle Gläubigen ist. Insofern ist unser Weg und der Weg von Eheleuten gar nicht so weit voneinander entfernt, denn wir steuern auf jeder auf seine eigene Weise dem eigentlichen Ziel der Vollendung entgegen. Und da braucht es die Liebe, das nicht aus den Augen zu verlieren. Und nicht erst irgendwann später einmal, sondern schon mitten in unserem Alltag immer wieder auch das auszustrahlen, daran zu denken, andere daran zu erinnern und selber auch die Liebe zu üben. Viele der insgesamt 73 Jubilare haben schon die vergangenen Tage hier in St. Ottilien verbracht. Sie nutzten die Zeit auch, um sich noch einmal die vergangenen Jahre als Priester ins Gedächtnis zu rufen. Nach dem Gottesdienst am Donnerstag lockerte sich dann die Atmosphäre beim gemeinsamen Zusammensein im Exerzitienhaus. Im Mittelpunkt stand dabei die Begegnung mit alten Bekannten. Das ist ja irgendwie ein Tag, wo man viele wieder trifft und begegnen kann und wo wieder Erinnerungen wach werden, ja, weil so oft treffen wir uns ja nicht. Ich denke nicht an die Ereignisse, sondern an Menschen, die mich in dieser Zeit begleitet haben, Menschen, die ich begleiten durfte, Menschen, die aus meiner Sicht Briefe Gottes an mich waren. Und manche von diesen Briefen lese ich bis heute. Ich denke, es ist schön, wenn man jetzt auch die ganzen Kollegen, die Kurskollegen wieder trifft, dass man sich austauscht, dass man überlegt, was hat man in der Zeit so alles erlebt, wie war das im Priesterseminar und vielleicht auch ein bisschen Ausblick. Wie kann es auch in der Zukunft weitergehen? Es ist schön, erstmal Rückschau zu halten auf 25 Jahre, in denen vieles gut, manches auch nicht so gut gegangen ist, aber man trotzdem die Möglichkeit hat, auch nach vorne zu schauen und dem Herrn dankend auch zu bitten, dass man viele gute Priesterjahre mit der Gemeinde noch vor sich haben wird. Zur Feier des Tages ließ es sich der emeritierte Weihbischof Max Ziegelbauer nicht nehmen, auf dem Klavier ein Stück für seine Kollegen zu spielen. Wahre Freundschaft soll nicht wanken, hieß es. Eine bessere Wahl für diesen besonderen Tag konnte es kaum geben.